ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun... das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island-Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann... am Abend vor ihrer Hochzeit stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Rein hypothetisch, wie würde man in das Grab Ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass Sie sterben müssten. Oh, Mist. Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht, wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist. Wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig. Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja. Warum versuchen Sie nicht, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen? Nun, das ist eine ganz schöne Geschichte. Vor Jahren war dieses Hotel eins der heißesten Reiseziele in der Karibik. Die Leute kamen aus aller Welt, um unsere weltberühmte Abendshow zu sehen. Vielleicht haben Sie den ungewöhnlichen Grill draußen auf der Veranda gesehen. Ja, den habe ich bemerkt. Nun, dieser Grill war Kernstück unserer abendlichen Unterhaltung. Ist ein Grill nicht die zentrale Attraktion der meisten anspruchsvollen Aktivitäten des Nachtlebens? Möglich, aber niemand hatte einen Grill wie diesen. Jeden Abend versammelten sich die Gäste auf der Veranda und genau um 6 Uhr. Haben Sie die Holzkohlenanzünder herausgeholt? Nein. Wollen Sie die Geschichte hören oder nicht? Entschuldigung, ich bin so fasziniert. Bitte machen Sie weiter. Nun, jeden Abend, genau um 6 Uhr, brach der Vulkan aus. Und die Lava floss an der Seite des Bergs herab in eine spezielle Rinne, die unter dem Grill verläuft. Die Gäste waren hin und weg. Ah!
Also was machte dem Zauber ein Ende? Eines Tages hörte der Vulkan unerklärlicherweise auf, auszubrechen. Ohne unsere Hauptattraktion verlor das Hotel einfach seine Anziehungskraft. Seitdem ging es bergab und der Vulkan ist bis heute nicht mehr ausgebrochen. Tragisch. Was geschah mit all den Gästen? Als der Ort den Bach runterging, sind alle abgereist. Alle außer einem. Der Gast, der niemals ging. Kommt jetzt was Gruseliges? Ich warne Sie. Jede Nacht hörten wir seltsame Geräusche aus diesem Zimmer kommen. Schreckliche, fürchterliche Geräusche, die das ganze Hotel erschütterten. Jedes gefolgt von schlimmsten Schreien und Flüchen. Dann eines Nachts hörten die Geräusche einfach auf. Und ein furchterregendes Jammern und Klagen trat an ihre Stelle. Ich habe das Zimmer verriegelt und geschworen, niemals mehr diesen hasserfüllten Ort zu betreten. Würden Sie mich in das Gästezimmer im oberen Stockwerk lassen? Nein, er ist aus gutem Grund verschlossen. Niemand darf die dunklen Geister stören, die dieses Zimmer bewohnen. Was war das für eine Geschichte mit dem Grill? Es ist einzigartig. Wenn Mount Sodbrand ausbrach, floss Lava unter dem Grill hindurch und kochte das, was wir auf dem Grill hatten. Ah, oh, wenn der Vulkan nur wieder aktiv wäre. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschluckervorführung in Flammen aufging. Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren... Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren. Nein, ich meinte... Ach, egal. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Hier ist es ja wie ausgestorben. Sie sagen es. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Wenn ich nicht so stinkreich wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Hübsch. Er ist scharf. Das hat sie geöffnet. Das macht den Drink umso ansprechender. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Skull! Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig.
Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Mord. Also was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch. Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Hey! Ich bin nicht wirklich tot. Oh, hör auf damit. Ganz schön dunkel. Huch? Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Das sind mal erstklassige Nägel. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Ich frag mich, wo die Körper abgeblieben sind. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Ich glaube, das Klopfen kommt aus diesem Sarg. Wow! Ich bin froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich! Guybrush Threepwood! Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben. Schießwütige Duellanten. Und natürlich diese lästigen Untoten. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch! Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln.
Es ist Stan. Ich glaube, ich brauche jetzt Versicherungsschutz. Warte eine Minute, Sohn. Gib mir eine Chance, mein Büro einzurichten. Und jetzt ab mit dir. Stans allgemeine, denn man kann jederzeit auf schreckliche Weise sterben. Sie ist sogar laminiert. Hallo Leute, ich vermute, ihr fragt euch alle, wie es sein kann, dass ich von den Toten zurückgekehrt bin. Keine Fragen an den toten Typen, der wieder unter den Lebenden wandelt? Keine Fragen wie, ist da ein Leben nach dem Tod oder gibt es einen Himmel? Wird es ausreichend Parkplätze geben? Schön, dann eben nicht. Ich werde euch nicht mal was über das Jenseits erzählen, wenn ihr mich anflehen würdet. Ich dachte, wenn ich sterbe, werde ich bei ihrer Tante beerdigt. Nun, ist das nicht einleuchtend? Man kann nicht in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden, wenn man kein Mitglied der Familie Meistersuppe ist. Ein Mitglied der Familie, was? Onkel Griswold, ich bin es. Erkennst du mich nicht? Sie erkennen? Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Wie ist ihr Name? Eintopf Mitschinken. Eintopf Mitschinken? Eigentlich ist mein Name Reinhold Mitschinken Meistersuppe. Eintopf ist nur ein Spitzname. Ich kann mich nicht an Verwandte mit diesem Namen erinnern. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Nun, das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns, die alten Zeiten nachzuholen, was? Erinnerst du dich, als unsere Familie zum ersten Mal nach Blood Island segelte? Ich? Ja, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ach ja, wann war das noch? 1483? 1433? Zwei? Nein. Ich kann nicht glauben, dass einer der Blutsverwandten derer von Meistersuppe das Erbe unserer Familie nicht kennt. Ich mache mich auf den Weg, den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Es ist ein großer Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. Ich komme nicht dran.
Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Da, das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Nein. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppes unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die... Baron Salmon Biskde Meistersuppe 1621 begann. Exakt. Er landete auf Skape Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Ah ja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher, sicher. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Ah, und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der jugendliche Erasco Meistersuppe in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Große, springende Affen! Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare! Sie kommen genau auf mich zu! Wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Huch? Es ist ein Geist im Hochzeitskleid. Sie sieht sehr traurig und einsam aus. Geschmackvoll gemacht.
Morbide. Oh, hallo. Geh ins Licht. Wenn es nur so einfach wäre. Ich fürchte, ich kann diese Gruft nie verlassen, bis ich heirate. Bist du vergeben? Sogar verlobt. Eine Schande. Du hast wirklich schöne Augen. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Mini Meistersuppe. Letzte in einer langen Reihe von Meistersuppe-Debütantinnen. Ich wurde hier exakt eine Woche nach meinem Hochzeitstag beerdigt. Ein Hochzeitstag, der nie kam. Was ist geschehen? Ich war die Inselschönheit von Blood Island. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Oh, wie die Jungs mich anhimmelten. Mir wurde von den reichsten und schönsten Männern der Karibik der Hof gemacht. Aber alle Bewerber waren todlangweilig. Ich wollte einen gefährlichen. Ich wollte einen Piraten. Sag mal, wie verdienst du eigentlich dein Geld? Fußbodeninspektor. Oh, dann eines Tages segelte ein richtiger Pirat mit seinem Schiff in die Bucht. Ich wurde sofort schwach und wir verlobten uns. Aber vor dem Altar hat er mich stehen lassen und ich starb an gebrochenem Herzen. Puh, das ist hart. Ich weiß. Gab es auch andere Bewerber, die du attraktiv gefunden hast? Nun, da gab es einen, bei dem hätte ich schwach werden können. Der junge Charles de Goulash. Er hatte solch ein strahlendes Lächeln. Was geschah mit ihm? Ist schon komisch. Ich habe keine Ahnung. Eines Abends stieg er im Hotel ab und ich sah ihn nie wieder. Was ist mit dem jungen Mann geschehen, den du so sehr mochtest? Nun, das letzte Mal sah ich Charles, als er im Hotel eincheckte. Hey, schöner Ring. Habe ich etwas Falsches gesagt? Ich hasse diesen Ring. Er wurde seit Generationen in der Meistersuppe-Familie von Mutter zu Tochter weitergegeben. Er sollte mein Trauring sein, bis dieser üble Pirat den Diamanten gestohlen und mich verlassen hat. Er ließ mich hier, damit ich an gebrochenem Herzen sterbe. Wo ist der Diamant für deinen Ring? Er ist weg. Er hat ihn genommen. Wer hat ihn genommen? Mein Liebling. Mein Honigkuchen. Mein Knuddelduddel. Mein LeChuck. LeChuck ist dein Knuddelduddel? Er brach den Diamanten während der Totenfeier aus seiner Fassung. Ach, was war ich nur für ein Dummkopf. Er sagte mir, er wolle kurz hinausgehen, ein wenig frische Luft schnappen. Wo hat LeChuck den Diamanten hingebracht? Der Prolet! Der Unhold! Er hat ihn den Schmugglern der Totenkopfinsel verkauft. Es ist so erniedrigend. Ich könnte mich zu Tode ärgern. Wenn du ihn nicht brauchst, kann ich deinen Verlobungsring haben? Dieser Ring bleibt an meinem Finger, bis ich einen Ehering habe, um ihn zu ersetzen. Wie komme ich aus dieser Gruft heraus? Es gibt für keinen von uns einen Weg aus dieser Gruft. Ich muss in diesem einsamen Grab spuken, bis ich einen Mann heirate, den ich wirklich liebe. Und du kommst nicht raus, weil die Tür abgeschlossen ist. Das ist mir eine Spur zu unheimlich. Ich gehe. Es ist eine Universalbrechstange. Meistersuppe ist Qualität. Das wird so cool. Stirb! Oh, das mache ich nicht noch einmal. Ich glaube, ich habe mir den Schädel gebrochen, ich Dummkopf. Das ist deine eigene Schuld. Hör auf, mich so zu erschrecken. Also habe ich dich erschreckt, oder? Nun ja, eher überrascht. Oh. Aber auf eine furchterregende Art und Weise überrascht.
Du bist wirklich sehr, sehr furchterregend. Rede nicht so herablassend mit mir. Ich hab doch keine andere Wahl. Ich sah dich aus diesem Sarg kommen. Heißt das, dass du tot bist? Nein, ich hab nur so getan, als ob... Verdammt! Ich dachte, wir könnten zusammen rumgeistern und eine Welle des Terrors in der ganzen Karibik verbreiten. Das soll also heißen, dass du mich nur meiner Beine wegen liebst? Sowas in der Art. Es ist Murray. Hey! Es sieht aus, als schreibt er an einem Horrorroman. Er heißt Der Grog, der Leute trank. Teil 1 eines dreiteiligen Zyklus. Ich frage mich, warum Schund immer in drei Teilen erscheint. Es ist eine glühende Laterne. Unheimlich. Es ist ein Poster von Vampir 12, die große Sauge. Es ist das Poster für ein richtig mieses Monsterbuch. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Man kann von hier aus schwer erkennen, was es ist. Dem Bart nach zu urteilen, müsste es eine Ziege sein. Es ist entweder ein toter Papagei oder eine sehr seltsame Fledermaus. Das ist das Zeug, aus dem richtig langweilige Träume sind. Sieht aus wie eine Halloween-Maske. Es ist ein Haufen blöder Horrorgeschichten. Eklig und grässlich zugleich. Es ist ein Poster für irgendein albernes Buch über untote Piraten. Es ist ein Dinosaurier aus Die Monster, um die sich die Zeit einen Dreck scherte. Das muss der Totengräber sein. Hey, Mister! Hilfe! Was? Wer ist da? Wer hat das gesagt? Wer erschreckt hier Mord, den alten Totengräber? Da hat es ein schreckliches Missverständnis gegeben. Ich wurde lebendig in die Meistersuppegruft eingesperrt. In Ordnung. Dieser Scherz ging weit genug. Ihr Kinder solltet euch was schämen. Es ist kein Scherz. Ich bin hier wirklich eingeschlossen. Ihr verrückten, langhaarigen Belger mit eurer Barockmusik! Habt mich einmal reingelegt, schämt euch. Ein zweites Mal und ich müsste mich schämen. Das ist kein fauler Trick. Ich bin wirklich in dieser Gruft eingeschlossen. Ich habe eine spezielle Mixtur getrunken, die mich in ein Koma fallen ließ. Als man dachte, ich sei tot, hat man mich in diese Gruft gebracht. Ja, das stimmt. Das haben sie im Roman Tausch nie dein Essen mit einer Leiche gemacht. Wenn ihr Kinder euch mal was Originelleres einfallen lassen würdet, könnte ich euch vielleicht glauben. Komm und sieh durch den Spalt! Oh, sicher! Ich drehe der Tür den Rücken zu und ihr diebischen kleinen Ganoven schleicht euch von hinten an mich und fesselt mich. Ich habe alles über eure unheimlichen Tricks in meinen Horrorromanen gelesen. Also nichts da. Du musst Horrorromane ja lieben angesichts dieser Sammlung. Geschichten aus dem Reich der Toten zu lesen, hilft mir, mich von meiner Arbeit abzulenken. Warum verschwendest du dein Geld für solch einen Schund? Wenigstens benötigt mein mieser Schund keine Tausende von Mark teure Hardware. Das sehe ich ein. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Diesmal falle ich auf eure Tricks nicht herein. Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Viel Spaß noch. Ich komme nicht dran. Murray mit seinem Arm wieder zu vereinigen ist eine schlechte Idee. Ich habe sie. Hey, was ist mit dem Licht passiert? Murray, zeig, was du kannst. Okay. Buh. Ah! Sterblicher Dummkopf!
befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Murray. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Es ist eine Gedenktafel für Mini, Strohne, Meistersuppe. Hey, Guybrush! Das sind aber viele Skelette. Oh. Schnell, zieh einem den Kopf ab und stecke mich auf das Rückgrat. Ich glaube nicht, dass ich dich frei herumlaufen lassen möchte, Murray. Oh, bitte. Ich verschwinde hier besser. Nun, Murray, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Murray? Wo ist er hin? Stans Versicherungen. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ein sicheres Zeichen für ein feines, gehobenes Geschäftsunternehmen. Der Sargdeckel-Schreibtisch ist eine nette Idee. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Ist das das Foto, das schon in dem Rahmen war? Nein, das ist meine Frau. Mann, ich wünschte, die Leute würden aufhören, diese Frage zu stellen. Noch ein Skelettarm. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Aktenschränke. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist. Muss ich hier ein Geschäft führen? Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich.
Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld im Falle des Ablebens von Erasco Meistersuppe.